So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für den Community Raid, denn der Raid Boss, es nimmt auf, es zählt auf jeden Fall, denn der Raid Boss Wechsel hat stattgefunden, Giratina ist in den Raids, ich stehe unter Zeitdruck, ich habe eben schon einen Raid gemacht mit dem Dennis, das ist der Dennis, guckt den euch an. Peace out, euer Ramses, euer Mate. Auf jeden Fall, der hat eben gerade den Raid mitgemacht. Ich habe eingeladen. Sören hat gestern Geburtstag gehabt, deswegen hatte Sören den VIP-Platz. Aber irgendwie hat die Kamera nicht aufgenommen, deswegen muss ich das Ganze jetzt nochmal machen. Euch möchte ich ganz fix zeigen. Es ist nämlich schon 45 durch. Da habe ich nämlich jetzt nochmal einen angesetzt, um nochmal einen zu machen. Als Community Raid. Ich lasse mir das nicht die Brot vom Butter nehmen, ne? Ihr wisst Bescheid. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal einen angesetzt. Der andere war nämlich 11.20 Uhr und der ist 11.45 Uhr. Jetzt ist schon 47. Die stressen gleich alle. Warum lädst du denn nicht ein? Trainer Sir Abs ist jetzt dabei. Funny Fritz ist dabei. Furkan the King wäre dabei, hat aber nicht angenommen. Vielleicht nimmt er gleich noch an. Henry Niki und Eisen Max, das sind 5 auf dem einen und 5 auf dem anderen. Kuli Dieter, Eva Schaf, Carsten. Hallöle und Basti Poge. Hallöle ist natürlich nett, Ghost. Grüße gehen raus. Giratina, pack mal jetzt erstmal hier an. Wenn da jetzt keiner in der Lobby ist, würde ich den wahrscheinlich sogar öffentlich machen, weil es sonst viel zu stressig ist. Es ist keiner in der Lobby, das sieht gut aus. Das heißt, ich würde jetzt es einfach mal versuchen, wenn ich... Ach komm, nee, egal. Es geht eh wieder schief, ich gehe raus. Ich muss wieder eine private Lobby machen. In der Hibo-Gruppe haben das bestimmt wieder einige gesehen, die dann einfach über Fanrate-Pässe reingehen, die sich nicht anmelden. Also machen wir jetzt einfach mal diesen hier. Mauzi, Relaxo, Radfratz gehen also rein mit den 2 iPhones, laden ein mit den 2 iPhones. Eins, zwei, drei, vier. Furkan ist nicht dabei. Jetzt sehe ich auch gerade, ich habe das falsche Handy genommen für die private Gruppe. Also Mauzi, Relaxo, Radfratz. Das ist nämlich das iPhone, nicht das andere. Muss ich jetzt hier noch einladen. Es ist normalerweise gar nicht so stressig und so schlimm, aber jetzt gerade ist es schlimm und stressig gleichzeitig. NetGhost, Basti, Kuli, Carsten, Ivar Schaf, alle dabei. Du weißt, wie du reinkommst mit dem Gruppencode? Nö, gell? Soll ich es wieder öffentlich dann machen? Moment, jetzt muss ich kurz mal hier noch das eingeben. Jetzt gebe ich hier noch das ein. Das. Jetzt ist der nämlich noch drin. Der ist noch drin. Hier gehe ich auch mal in die private Gruppe rein, dass ihr das seht, dass es wirklich eine private Gruppe ist. Das. Ich stelle es jetzt auf öffentlich und dann müsstest du jetzt ganz normal mit deinem... Jetzt ist öffentlich. Es sind noch 27 Minuten, Sekunden, nicht Minuten, Bruder. Ey, wir hatten so eine schöne Arena, Stadtwappen, beste Arena. Du stehst da, du hast alles vor dir. Du kannst gemütlich gerade ausstehen, kannst drücken, kannst machen. Jetzt stehen wir hier am Pisedino in Pasadena, der ist da. Seht ihr den Unterschied? Das sieht man, Team Blau, ne? Hier Team Gelb. Jetzt sagt er gleich, ich bin rot, aber voll der Verräter hier mit seiner blauen Jacke. Guckt euch doch mal den an, den Herrn Honger. Der ist auch am Start mit seinem Vater. Geht los, Alter. Geht los. Ach, los geht's auch noch. Jo, mei, da haben wir doch noch Spaß verpasst hier. Jetzt muss ich das hier rüber zimmern. Wir haben das eben alles schon mal gemacht. Das ist ja das Problem. Giratina ist natürlich vom Typ Drache und Geist. Das heißt, ihr könnt Drachen nehmen als Konter, ihr könnt Geister nehmen als Konter, ihr könnt Unlicht nehmen als Konter, ihr könnt Eis nehmen als Konter. So eine Mammutell-Armee wäre auf jeden Fall fett. Ein paar Drachen, Rayquaza wäre fett, Giratina selber ist fett, Mega-Hundemon fett. Mega-Gänger fett, jetzt bin ich hier aus der App raus, super. Der hält auch nicht so krass viel aus. Ich glaube, Darkrai ist viel stärker zum Beispiel als Raid-Pokémon als jetzt ein Giratina. Also Giratina
Ist zwar schwerer als Genesekt, dürfte aber trotzdem nicht so das Problem darstellen, wenn ihr da 5-6 Leute am Start habt, die ihr ja über die Raid-Gruppe in der Beschreibung findet. Muss schon wieder Werbung machen. Und jetzt gehe ich zum Fang aber darüber. Ja, du Ramses, wo finde ich denn einen Link zu der Raid-Gruppe in Telegram? Da hinten in der Ecke beim Pisse-Dino, da wo es so gut riecht. Da habe ich die Links nämlich versteckt. Dass da nicht so viele in die Gruppe reingehen, habe ich da extra nochmal. Jetzt drücke ich das mal alles hier durch. Eben als Bestes war ein 19.8er dabei. Ja. Hier ist auch ein Shiny drauf mit 19.7. Auf dem einen Handy. Das ist sogar noch besser. Eben war nämlich kein Shiny dabei in der Runde. Jetzt ist hier eins dabei. 19.7 ist bis jetzt auch das Beste. Können wir euch mal zeigen. Hier liegt alles rum. Und hier ist das Shiny. So sieht das aus. Ich finde das Shiny eigentlich gar nicht so schön. Ich werde mich jetzt mit den zwei Handys mal hier rüber begeben zum Fangen. Ich hoffe, du hältst die Stellung, Dennis. Dennis Bro, du hältst die Stellung. Denn hier kann man das irgendwie abstellen. Oder da hinten. Da hinten kann man das nämlich abstellen zum Fangen. Damit das Fangen angenehmer ist. So. Jetzt darf es nur nicht umfallen. Jetzt seht ihr hier, wir gehen jetzt hier mal rein. Grüße trotzdem noch an den Sören, wie gesagt, hat gestern Geburtstag gehabt. Wir haben ein großes Geburtstagsspecial gehabt auf YouTube. 1871, der ist auf jeden Fall schlechter als der eben. Aber hier ist das Shiny drauf. Blöd gucken. Shiny im Vordergrund. Ich habe keine Ahnung. Shiny, ihr wisst ja, Shiny bleibt sowieso drin im ersten Ball. Jetzt versuchen wir das hier zu fangen. Werfen also eine goldene Beere drauf. Müssen wir hier die Haare ordentlich machen. Ungefähr so. Werfen jetzt eine goldene Beere drauf. Werfen einen Ball drauf. Das habe ich eben alles schon mal erklärt. Das Gute ist, der fliegt nicht in der Luft rum. Ja? Der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts. Der ist gleichzeitig aber sehr aggressiv. Wenn ich es wenigstens einmal hätte beim Werfen, dass ich den perfekt auf den Kreis getroffen habe, der Kreis müsste jetzt theoretisch eingestellt sein. Wir bringen jetzt Geduld rein. Nur weil wir so gehetzt sind, weil das eben nicht ging, müssen wir uns jetzt hier nicht stressen lassen. Wir warten also jetzt immer, bis er angreift und zeigen euch natürlich den Fangtrick, der ja eigentlich so geht, dass ihr den Ball nehmt, festhaltet, den Kreis einstellt auf die gewünschte Größe und dann werft, wenn er angreift, curved entweder eine 8 oder einfach nur ein U einmal. Und werft immer in diesen einfach fabelhaften Kreis, den ihr schon eingestellt habt. Ihr dürft ab dem Moment dann nicht mehr curven, also nicht mehr den Kreis einstellen, denn der bleibt so. Der bleibt so lange, wie ihr nichts falsch macht, bleibt er so auf einfach fabelhaft. Ihr müsst nur Geduld mitbringen und immer wenn er so angreift, müsst ihr dann halt werfen. Jetzt habe ich ein Stück zu hoch geworfen, so wie mir das scheint, deswegen ist er jetzt drin geblieben. Das muss man auch nicht verstehen. Der ist auf jeden Fall drin, eben den habe ich auch gefangen. Eben bei dem gab es 4 XL-Bonbons, bei dem gibt es jetzt auch 4 XL-Bonbons. Das sieht auf jeden Fall richtig fett aus. 4. Ich brauche ja ganz viele XL-Bonbons, um einen 100er zu pushen und das 100er Fliegende mit ohne Beine zu pushen. Mit ohne Beine zu pushen, genau. Aus Röhmhild gefangen. Das legt man gleich hier ab. Hier können wir euch noch zeigen, wie wir den fangen wollen, den Shiny. Dafür gehen wir aber mal wieder zurück zu Dennis. Mir ist so schlecht, der hat es gestern wieder richtig übertrieben. Ganz viel Younghorn drauf gemacht, wenn ihr den kennt. Und deswegen zeigen wir euch jetzt noch, wie man das Shiny fängt. Ne? Ihr nehmt einfach hier eine gelbe Beere, weil da bleibt ja sicher drin. Da könnt ihr eine gelbe Beere nehmen, ihr könnt einfach werfen, wie ihr wollt. Denn egal wie ihr den trefft, der bleibt auf jeden Fall drin. Wenn ihr trefft, wenn ihr nicht trefft, betrefft, driftet, bleibt er nicht drin. Da ist er gefangen, Giratina wurde gefangen. Ist auch hier erster Fang des Tages, ist ja nur ein kleiner Account. Trotzdem ist das Shiny hier da, das sieht gut aus. Das können wir jetzt mal so dazwischen hängen, vielleicht machen wir das auch als Thumbnail, weil das irgendwie voll cool aussieht. Mit der Blue Man Group hier, mit dem Jurassic Park im Hintergrund, also so muss das sein. Das ist Marte, der Sponsor vom heutigen Video, obwohl wir gar keinen Sponsor haben. Jetzt probiere ich auch gleich erstmal einen Schluck, würde sagen, habt ihr auch einen Giratina heute schon gemacht? Habt ihr ein Shiny bekommen?
oder wie gut war euer Mate-Tee? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer haariger Ramses. Und am Wochenende gibt es auch wieder Raids für Zuschauer mit Giratina. Falls ihr keine Möglichkeit habt, Giratina-Raids zu machen. Mein Ruf geht kaputt, nicht deiner, Cookie. Sehr schöne Schuhe. Zack. Achso, Peace out, Vorhaut und so weiter. Euer Ramses.